Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Suicide of Rachel Foster. Für mich ist eine Nacht vergangen. Ich habe die ersten Folgen, die ihr bis jetzt halt gesehen habt, am Stück aufgenommen. Und ich hatte eine wilde Nacht. Und zwar zum einen, weil ich vergessen hatte, vor dem Schlafengehen meinen veganen Mozzarella fertig zu machen, der übrigens sehr, sehr geil gelungen ist. Und nochmal sorry an meine Nachbarn, dass ich in der Nacht ungefähr gegen eins den Mixer angeworfen habe. Aber ich wollte ihn heute früh zu meinem Frühstück essen und ansonsten hätte das nicht geklappt. Naja, und auf jeden Fall, während ich im Halbschlaf gemixt habe, hatte ich die übelste Eingebung, die ich hier wild auf meinen Zettel geschrieben habe. Nämlich habe ich geschrieben, lass mich mal meinen Zettel hier kurz ranholen. Schraubenzieher, Keller, Zwischenwand. Und dann habe ich einen Pfeil gemacht zu 117 grün verschlossen. Wisst ihr, was das bedeutet? Erinnert ihr euch noch an die Folge, als wir den Lippenstift im Keller gefunden haben? Da lag ein Schraubenzieher, den ich auch nehmen konnte. Zumindest hatte ich ein Interaktionssymbol. Und ich habe mich halt noch aufgeregt, weil der nächste Tag angebrochen ist und ich konnte halt nicht, ne, das machen. Wisst ihr was? Ich glaube, dass wir mit dem Schraubenzieher die Versiegelung an Tür 117 öffnen können. Ich weiß es nicht. Ich hatte nur in Erinnerung plötzlich dieses Scharnier, was da ist mit den Schrauben. Und ich dachte, vielleicht können wir es mit dem Schraubenzieher öffnen. Aber liebe Leute, wenn wir jetzt gleich ins Spiel starten, werden wir eigentlich an dem Tag rausgeworfen, wo das Feuer brennt. Normalerweise, wenn es richtig gespeichert hat. Lasst uns das mal gucken. Und sobald wir das gemacht haben und wieder im Haus sind und selber agieren können, holen wir uns diesen fucking Schraubenzieher. Hey, cutie pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Ich hab dich so sehr vermisst. Bist du es wirklich? Bist du echt? Daddy, I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. Daddy, where did you go? I missed you so, so much. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel. 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 Scheiße, ich bin extra langsam gelaufen. Weil ich dachte, das Gespräch stoppt, wenn wir das Licht erreicht haben. Ach, scheiße. Hello. Morning. Am I interrupting? I was eating. Steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Sharp as a tack, as always, Agent. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience.
Trust me. Jesus, that... you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the Timberline, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kind of... Well, listen for yourself. Okay, okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay, kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 1. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Oh my god. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. Das ist der Raum, zu dem ich hin will. Use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You're freaking me out. Holy shit. There it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Dad, stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. Okay, ich werde trotzdem erstmal zu 117 gehen, weil ich denke, oder befürchte, dass ich jetzt noch nicht den Schraubenzieher holen kann, sondern... Naja, sondern dass ich erst sehen muss, dass die Tür zu ist und dann... Oh, es schneit. Diesen Winter hat es bei uns ganz wenig geschneit. Naja. Um dann zu sehen, dass wir einen Schraubenzieher brauchen, deswegen würde ich da gerne erst hingehen. Warte mal, der war in der Ecke. Mein Gott. Was? Was? Ich wusste ja übrigens nicht, ob es ein Horrorspiel oder sonst irgendwas ist, ne? Und ich habe jetzt gesehen, dass ein anderer Let's Player, den ich folge, das hochgeladen hat mit den Worten Full Horror Game. Ich habe es nicht geguckt. Noch nichts dazu gekommen. Guck bloß gerade, ob es hier war, das Knallen. Können wir nicht mit dem Skateboard über die Flure fahren? Das wäre doch geil, oder? So, ich denke, das Knallen kam nicht von hier. Deswegen eventuell ist es wirklich ein Horror-Game. So, okay, 117. Nee, das ist nicht hier. Wartet mal, 108. Das ist der Ausguck da hinten. Leck mich am Arsch! Wir gehen hier weiter jetzt. 102. Ist 117. Hier drüben sind wir richtig. Puh, also ich find's...
Hier hat gerade was geklopft. Ich bin mir nicht sicher, ob das in meinem Hausflur war oder ob das hier ist. 117, ne? Hey. I found the room. But? For someone barricaded it with an L bracket. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Okay, wir müssen jetzt zu dem Stuff-Only-Raum. Der Zwischenwand. Stuff-Quarters. Sind wir Treppen gegangen? Nee, ich bin an Treppen vorbeigegangen. Waren wir hier? Ich glaube, hier waren wir. Ich bin nämlich nicht da runtergegangen. Ich bin an dem vorbei. Und dann ist hier irgendwo die Tür. Nee, an der bin ich auch vorbei. Mein Problem ist, dass ich teilweise nicht genau weiß, passiert, sind die Geräusche gerade im Spiel? Oder sind die bei mir hier im Flur? Wir gehen auf jeden Fall auch noch die anderen Räumlichkeiten lang. Ein bisschen X. Gruselige Puppe wieder mit ihrem Arm. Wenn der irgendwann mal nach mir greift, ne? Die hat das Ding hochgenommen, ich raste aus. No. Die Geisterjäger schienen Angst zu haben, ja. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? Sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. You're saying prayer brings good luck? I doubt Reverend Foster would agree. A screwdriver. I'm out of here. Warum kann ich das nicht öffnen? Ich habe gerade gehofft. Ach nein, ich kam ja jetzt dort normal rein und muss nicht mehr durch die Zwischenwand, oder? Oder liegt es daran, weil ich es in der Hand habe? Ich leg's mal weg. Nein, daran liegt's nicht. Och, da hätten sie mich jetzt aber ernsthaft noch durchlassen können, oder? Scheiße, dann wieder hoch. Ich habe jetzt gedacht, ich bin ganz clever. Mal gucken, wo uns das hinführt. Klopapier, Pömpel und Schwämme. Okay, was ist das hier? Okay. Okay, die Zwischenwand bei den Klos. Alles noch so, wie ich es hinterlassen habe, würde ich sagen. Außer, dass die Tür zu ist. Okay, wir wollen zu den Garagendingern. Okay, die ist zu, die hatte ich aufgemacht. Aber vielleicht auch einfach nur durchs Laden.
Wäschereikram. Nee, hier geht's noch tiefer. Kam ich hier nicht irgendwo? Genau, hier wollte ich hin. Check-in und Reception. So. Das ist der fette Kaminraum. Ich wollte nur gucken, ob sich hier am Bücher noch irgendwas geändert hat, jetzt nachdem wir das Video gesehen haben. Ist ein bisschen... War hier gerade was mit dem Licht? Ich bin durcheinander. Okay, wo wollte ich hin? Ich wollte... Ach, das ist der Arcade Room, den ich beim letzten Mal nur kurz gesehen hatte. Ich wollte... hier sind die Büros. Bin ich komplett dumm? Ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen, ne? Hier sind zwar Boiler Room und sowas, aber ich muss doch hier lang. Ist der Locker-Room, der dicht war. Oh, ich bin so blöd. Da hinten ist es. Okay. Screwdriver. Hier bist du. Aufheben. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nicht, dass ich hier nochmal irgendwie hin muss. Nee, ich kann hier nichts öffnen. Davon kann ich nichts nehmen. Komme ich hier wieder durch? Warum nicht? Das ist doch kacke. Die Wasserwaage kann ich nicht mitnehmen. Kann ich schon wieder hinlegen. Schalter bleiben so, wie sie sind. Bleibt alles so, wie es ist. Und... Warum sieht das so aus? Warum sind die nicht grün? Die waren beim letzten Mal, als ich hier war, alle grün. Na gut, ich denke, hier gibt es nichts mehr zu holen. Warte mal, meine Taschenlampe wieder. Okay, dann schauen wir mal, ob ich diesen viel zu komplizierten Weg wieder zurückfinde. Hören wir gerade ein Windspiel? Von hier kommt's nicht. Hier klimpert's. Nee, hier ist es auch wieder weg, ne? Jetzt ist es ganz weg. Okay. Wer weiß, vielleicht ist es einfach auch nur so ein Nebensound gewesen. Wartet mal. Hier unten hatten wir... Von hier bin ich gekommen. Bin an den Waschmaschinen vorbeigegangen. Ich bin nicht durch die Küche gegangen. Also genau, ich habe das Ding hier aufgemacht. Genau, wir müssen zu den Klos. Und hier wieder rein. Und dem Kabel wieder folgen.
Dann kommen wir wieder oben auf unsere Etage raus. Seht ihr, ich bin gar nicht so schlecht in der Wegfindung. Also auch nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Und dann gucken wir auch beim nächsten Mal, wo wir da oben rauskommen. Ich nehme halt an, wir können auch immer nur in einer Richtung. Also ich könnte jetzt nicht von innen die Tür quasi öffnen. Doch, konnte ich hier auch, ne? Aber na gut, vielleicht konnte ich das nur, weil es quasi Questgegenstand war. Kann auch sein. So, 117, wo bist du? 115? 16? Sieh da hinten die 117? Okay. Voll die gruselige Musik. Liebe Leute, wir haben schon wieder 21 Minuten um. Ich würde sagen, ich mache einen fiesen Cliffhanger draus, oder? Wir sehen uns einfach in der nächsten Episode wieder, wenn wir den Raum mit dem Tape betreten. Bis dann. Tschüss.